Der Trierer Stadtrat hat am Donnerstagabend einstimmig den Südbad-Baubeschluss gefasst. Die Sanierung soll Ende November beginnen. Das Großprojekt wird ein PPP-Projekt, das heißt in Zusammenarbeit mit einem privaten Unternehmen. Das Bad als PPP-Projekt sei wirtschaftlicher und schneller zu realisieren als auf herkömmlichem Weg, kommentierte Norbert Freischmidt von der CDU die Beschlussvorlage. Bruno Kordel von der SPD war kritischer. Die SPD sei davon ausgegangen, dass die Wasserfläche auf keinen Fall kleiner als 2500 Quadratmeter wird. Doch das wird sie jetzt. Manfred Becker führte die Verkleinerung des Beckens auf das PPP-Verfahren zurück. In Eigenregie der Stadt hätte das Becken größer bleiben können. Sportdezernent Georg Bernarding freute sich, dass der Rat letztlich doch für die Sanierung stimmte. Und er will der Erste sein, der nach der Sanierung vom 10-Meter-Turm springen darf. Das Bad soll im März 2010 wieder öffnen.